David Rott, liebe Zuschauer, lebt mit seiner Familie in Wackernheim und gehört zu den erfolgreichen deutschen Schauspielern. Erst kürzlich überzeugte er noch in der Rolle des jungen Udo Jürgens im Fernsehen. Und jetzt ist gerade sein neuester Film in den Kinos angelaufen. Heute bin ich blond, heißt er und erzählt eine wahre Geschichte. David Rott, ein Schauspieler mit vielen Facetten. David Rott, hier spielt er den Freund einer jungen, krebskranken Frau. Einfühlsam ist er da, aber er kann auch anders. Du streckst sie raus, die Dinger, genau. Und Spannung, schon mal gehört? Er ist der Mann mit diesem ganz besonderen Blick. Mit einer verführerischen Lebensfreude. Das Leben ist geil. Die Sonne scheint, der Himmel ist frei. Wir haben Sommer. Abwärts nein, aufwärts geht es für David Rott. Er hat den Max-Ophüls-Preis, den Deutschen Fernsehpreis und den Bambi natürlich auch. Er spielte Udo Jürgens und den Kaiser Franz Josef. Es ist meine Pflicht als Mann und als Kaiser, dass ich das tue, was ich für richtig halte. Es läuft gut für ihn. Deshalb kann er einfach auch mal locker lassen. Ja, und ganz locker ist er jetzt auch mein Gast. Herzlich willkommen, David Rott. Hallo, guten Abend. Klären wir erstmal den Titel des neuen Films. Heute bin ich blond. Eine Geschichte, eine Liebesgeschichte über eine krebskranke Frau. Warum heißt es dann Heute bin ich blond? Heute bin ich blond heißt es, weil es im Lauf dieser Krebserkrankung dieser jungen Frau also einen Haarschwund gibt, wie immer beim Krebs, und weil die sich verschiedene Perücken zulegt und diese Perücken wie Charaktere für sie werden. Deshalb heute bin ich blond, morgen bin ich rothaarig. Was hat sie gereizt, bei diesem Film mitzumachen? Ja, meine Rolle, der Rob, ist erstmal ihr bester Freund. Und insofern habe ich viel darüber nachgedacht, was heißt Freundschaft und inwiefern kann Freundschaft so etwas Schlimmes wie Krebs überhaupt auffangen? Geht das? Und was passiert in so einem Fall? Das hat mich gereizt. Und dann hat sie auch sogar die Autorin des Buches, es ist ja eine wahre Geschichte, also die Person, die das Ganze durchlebt hat, am Set besucht. Wie war das für sie, dann quasi unter deren Augen auch zu spielen? Das ist natürlich immer eine ganz andere Verantwortung, die man bekommt, wenn das echte Menschen sind, deren Geschichte man erzählt. Und das war für mich insofern ganz schön. Ich habe das zwischendurch, wenn man so einen Film macht, vergisst man das, dass es auch wirklich eine wahre Geschichte ist und dass sie das ist, deren Leben wir hier erzählen. Es war sehr schön. Aber es ist ja jetzt kein klassischer... Ist es eine Komödie? Ist es eine Dramödie? Was ist es, der Film? Eine Dramödie klingt gut. Es ist nicht so wirklich klar einzuordnen in Drama oder Komödie, sondern es ist ein Film über eine junge Frau, die Krebs bekommt und dagegen ankämpft und der sehr, sehr viel Mut macht. Ich weiß nicht, wie man das kategorisieren kann da drin. Ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Film, den auf jeden Fall viele Leute sehen sollten. Und man geht mit einem guten Gefühl raus. Ja, durchaus. Ich habe auch ganz viele Rückmeldungen bekommen, ganz viele Leute, die uns danken und sagen, wie toll und dass er wahnsinnig viel Mut macht. Figuren aus dem wahren Leben scheinen ja wirklich ihr Ding zu sein. Sie waren ja vor nicht allzu langer Zeit bei uns, als sie den jungen Udo Jürgens gespielt haben. Übrigens mit einer verblüffenden Ähnlichkeit. Vielleicht können unsere Zuschauer das jetzt noch mal kurz zeigen. Wir haben dann einen kleinen Ausschnitt noch mal vorbereitet. Merci, merci, merci für die Ja, aber Udo Jürgens war ganz begeistert, glaube ich, ne? Ja, der fand das gut. Und für ihn haben Sie quasi, oder für die Rolle, extra nochmal Klavier spielen gelernt? Ja, also ganz Klavier spielen gelernt ist ein großes Wort. Ich habe all die Sachen selber gespielt, die ich gemacht habe. Und das Klavier, das er mir geschenkt hat, steht auch bei uns. Mein Sohn hat Unterricht und ich dilettiere. Sie dilettiert, aber trotzdem noch ab und zu ran. Ja, natürlich, klar. Was ist das Besondere? Denn das scheint ja so ein bisschen auch Ihr Genre, möchte ich jetzt fast sagen, zu sein, in Rollen zu schlüpfen von echten Geschichten. Also nicht jetzt fiktiven, ausgedachten Filmgeschichten, sondern echten Geschichten. Ist das nochmal ein anderer Kick, den man da bekommt? In der Vorbereitung? Ja, sicher. Also im Fall von Heute bin ich blond, habe ich mich allerdings nicht so wirklich viel mit dem Mann beschäftigt, den ich spiele, sondern habe, ja, wie ich schon gesagt habe, darüber nachgedacht, was heißt es, ein Freund zu sein, ein bester Freund zu sein. Aber das ist natürlich immer spannend, wenn es echte Menschen sind. Und demnächst ist es, glaube ich, schon wieder der Fall für Sie, dass Sie
zumindest in die Rolle eines echten Menschen schlüpfen. Was kommt als nächstes Projekt auf Sie zu? Der Film heißt Die Spiegelaffäre. Ja. Und wer hätte das gedacht, es geht um die Spiegelaffäre. 1962 in Hamburg, der Spiegel wird geschlossen aufgrund eines Artikels, den Konrad Ahlers, der spätere Bundespressesprecher, geschrieben hat, den spiele ich. Mhm. Und also es geht um Franz Josef Strauß und die Spiegelaffäre. Jetzt haben wir, als Sie das letzte Mal bei uns waren, auch schon über Wackernheim gesprochen. Da sind Sie gerade erst angekommen quasi, jetzt schon ein bisschen eingelebt. Ja, da hatte ich ein bisschen Zeit in der Zwischenzeit. In Wackernheim ist es wahnsinnig schön und ich liebe das Dorf und die Menschen, die dort sind. Ich bin da sehr, sehr gerne und komme auch gut zur Ruhe zwischen den Arbeiten. Was bleibt Ihnen denn an Freizeit in Wackernheim übrig? Und was unternehmen Sie dann, wenn Sie Zeit haben? Oh, ich laufe viel. Erstmal, ich habe ja ein paar Kinder und die halten einen auf Trab. Aber wir haben es sehr, sehr schön da. Es ist von Weinbergen eingeschlossen und so. Man kann sehr schön spazieren gehen. Reiten. Der rheinhessische Wein. Genau, der doch auch. Ein oder andere Mal. Jetzt haben wir ja schon über die zukünftige Rolle gesprochen. Gibt es noch so einen Traum, wo Sie sagen, hey, das muss ich irgendwann noch mal spielen? Da möchte ich irgendwann klar, James Bond. Echt? So einfach? Oder ist das jetzt nur ein Scherz? Das weiß ich nicht. Also ich würde es machen, wenn man mich fragt. Sagen wir mal so. Nein, ich arbeite jetzt nicht gezielt darauf hin, der nächste James Bond zu werden. Ich kann auch gar nicht sagen, so die Rolle ist das, was ich unbedingt machen möchte. Wenn es ein gut geschriebenes Buch ist und eine tolle Rolle ist, bin ich dafür zu haben. Auch egal, ob Kamera oder die Theaterbühne. Richtig. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei allem, was Sie weiterhin tun und bedanke mich wieder mal für den sympathischen Besuch. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.